werden über 400 junge Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Juniorwahl an ihren Schulen. Das heißt, sie beschäftigen sich schon ein paar Wochen mit dem Thema Wählen. Und entsprechend interessiert waren die heute auch hier, die Duelle zu erleben der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten mit Landesfinalistinnen, alles Mädchen übrigens von Jugend debattiert. Und dann ging es hier richtig zur Sache. Im Publikum wurde abgestimmt, es konnten auch noch Fragen gestellt werden und wir hatten einen tollen Nachmittag. Ich fand auffällig hier, dass die Politiker teilweise Themen gewählt haben, zu denen man sehr schwer Nein sagen kann. Und genau hier, fand ich, haben unsere Schülerinnen ein gutes Beispiel dafür geliefert, wie man dann vorgeht. Und das kann ja auch jeder Schüler im Saal machen, nämlich genau zu fragen, was heißt das konkret? Wie wollen Sie das umsetzen? Bis wann? Ist das ein anspruchsvolles Ziel oder ging vielleicht nicht noch etwas mehr? Ja, doch ein bisschen anders als so normale jugenddebattierte Debatten. Ich habe ja den Wettbewerb mitgemacht und da debattiert man halt einfach immer mit anderen Schülern. Und die haben natürlich andere Voraussetzungen als so Berufspolitiker, die irgendwie sehr gewohnt sind, über bestimmte Themen zu sprechen. Aber es war auf jeden Fall die ganze Zeit ruhig im Saal. Und man hat ja auch gesehen, in den Saalabstimmungen hinterher hatten dann alle auf jeden Fall auch eine Meinung. Und ich habe die Hoffnung, dass unsere Debatten da auf jeden Fall geholfen haben, sich eine Meinung zu bilden. Also erstens dachte ich, dass ich gar nicht wählen gehe, aber bestimmte Gespräche haben mich dazu geführt, dass ich, denke ich, dennoch wählen sollte. Es war sehr interessant, Politikern zuzuhören. Also ich finde, das hat die Meinung von jedem ein bisschen mehr weitergebildet. Also ich fand es sehr gut, selbst an sich. Das sollte man mehr solche Veranstaltungen machen.